warum das denn? Ich bereite mich auf die Geschichte heute vor. Aber das... Ein herzliches Willkommen zum Online-Kindergottesdienst. Schön, dass ihr dabei seid und mit uns Kindergottesdienst feiert. Heute mit Marie und Sophia. Und wir freuen uns wieder riesig auf die gemeinsame Zeit mit euch. Letzte Woche haben wir gehört, dass Gott Daniel treu war. Auch in diesem fremden Babylon. Ah, deshalb der Rucksack. Genau. Und Daniel wiederum hat Gott vertraut. Das heißt, er hat sich an das gehalten, was er von Gott weiß. Heute gibt es eine neue Geschichte von Daniel. Und als Hinweis haben wir euch dieses Kissen. Weil auf einem Kissen, da schläft man. Und wenn man schläft, dann träumt man. Stopp! Und verrat doch nicht so viel. Das bleibt nämlich noch ein Geheimnis. Also ich freue mich ja schon riesig drauf. Und jetzt beten wir gemeinsam mit Lukas aus Dettingen. Vater im Himmel, ich danke für den Tag heute. Danke, dass wir mehr über dich erfahren dürfen. Danke, dass du uns immer wieder in Staunen versetzt und uns überrascht. Ich bitte dich auch für alle Menschen, die gerade in Schwierigkeiten stecken. Sei du bei ihnen und hilf ihnen, ihre Probleme zu lösen. Und ich denke auch an alle einsamen und traurigen Menschen. Bitte stehe ihnen bei und tröste sie. Sei du bei unseren Nachbarn, den Menschen, die wir lieben und den Menschen, die wir noch nicht kennen. Und segne du uns in die neue Woche. Amen. Und zur Vorbereitung für die Geschichte, die gleich kommt, singen und tanzen wir jetzt Maries Ohrwurmlied Alles, was ich hab. Heute reisen wir wieder in die Vergangenheit. Es geht dieses Mal wieder um König Nebukadnezar, Daniel und seine Freunde. Lasst euch überraschen. Schweißgebadet dreht sich König Nebukadnezar unruhig in seinem Bett hin und her. Mit einem lauten Schrei fährt er hoch. Er hatte sehr schlecht geträumt. Der Traum hat was zu bedeuten. Aber was? Nun gut, wenn er es nicht weiß, dann sollen ihm eben seine zahlreichen Traumdeuter helfen. Dafür hat er sie doch.
Alle Traumdeuter, die im Palast sind, sollen sich umgehend bei mir im Thronsaal einfinden, befiehlt Nebukadnezar streng, aber zackig. Zu Nebukadnezar kommen Zeichendeuter, Wahrsager und Astrologen. Aber als Nebukadnezar ihnen erzählt, dass sie den Traum nicht nur deuten, sondern ihm auch erzählen sollen, was er geträumt hatte, erwidern sie: Kein Mensch auf der ganzen Welt kann euch diesen Wunsch erfüllen. Kein König, so groß und mächtig er auch ist, fordert eine so unlösbare Aufgabe von seinen Dienern. Da wird Nebukadnezar sauer. Er wird so wütend, dass er befiehlt, alle Weisen des Landes zu töten. Das heißt, nicht nur die anwesenden Traumdeuter. Das Urteil gilt allen Weisen im ganzen Reich. Auch Daniel und seine Freunde sollen getötet werden. Als Daniel davon erfährt, bittet er den König um eine Verlängerung der Frist. Danach würde er dem König sagen, was er geträumt habe. Der König gewährt ihm die Verlängerung. Daniel eilt so schnell er kann nach Hause und erzählt seinen Freunden davon. Er sagt zu ihnen: Wir können den Traum des Königs nicht erzählen, aber Gott kann es. Deshalb lasst uns zu Gott beten, dass er uns dieses Geheimnis zeigt und wir und alle anderen Weisen von Babylon nicht sterben müssen. Und Gott erhört das Gebet Daniels und seiner Freunde. Gott offenbart Daniel in der Nacht den Traum Nebukadnezars und seine Deutung. Daniel ist so dankbar. Er dankt Gott von ganzem Herzen für diese große Güte, die er ihm in dieser Nacht hat zuteil werden lassen. Am nächsten Tag geht Daniel zum König. Er erzählt und deutet ihm seinen Traum. Er erzählt ihm auch, dass Gott es ihm gezeigt hat. Da wirft sich König Nebukadnezar vor Daniel mit dem Gesicht zu Boden nieder und sagt: Es stimmt, dein Gott ist wirklich der Gott über alle Götter und der Herr über alle Könige. Er kann alles, was verborgen ist, ans Licht bringen, denn du konntest mir dieses Geheimnis enthüllen. Wusstest du, dass Gott sogar unsere Träume kennt? Also manchmal, wenn ich aufwache, weiß ich nicht mehr, was ich geträumt habe. Es ist ganz erstaunlich, was Gott so alles kann. Und ich bin immer wieder überrascht, was da so alles möglich ist bei ihm. Du Marie, an was denke ich gerade? Keine Ahnung, vielleicht an Essen? Nö. An deine Familie? Auch nicht. An deine Mama? Also ich denke ja immer an meine Mama. Nee. Du errätst es nie. Ich habe nämlich gerade an den Rucksack von letzter Woche gedacht. Und genauso wie Marie ging es eigentlich auch Daniel. Woher soll ein Mensch denn wissen, was ein anderer denkt oder träumt? Daniel muss Gott viel zugetraut haben. Er hat ja auch eine wirklich gute Beziehung zu Gott. Er hat auch viel gebetet. Beten ist ein Reden mit Gott. Wir machen das jedes Mal hier im Kindergottesdienst und wir machen es auch zu Hause für uns. Und beten kann man jederzeit. Hey, das ist ja voll die tolle Überleitung zum nächsten Lied. Ja komm, singen wir gemeinsam zu jeder Zeit.
gut zugehört, was wir gerade gesungen haben? Gottes Plan erfüllt sich immer. Gott weiß einfach alles. Und er kann Gebete erhören. Das nehme ich jetzt mit in die kommende Woche. Gott ist größer, als ich denken kann. Er kann mehr machen, als ich mir vorstellen kann. Und er hört mir immer zu. Ich bin ja mal gespannt, was Gott mir diese Woche so alles zeigen möchte. Vielleicht fallen mir ja neue Dinge auf, wenn ich spazieren gehe oder wenn ich meine Freunde treffe. Und dann rede ich mit ihm darüber im Gebet. Jetzt sind wir ja schon wieder am Ende von unserem Online-Kindergottesdienst. Was? Jetzt schon? Die Zeit vergeht immer so schnell. Aber die nächste Woche kommt bestimmt ganz schnell. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch wieder dabei sein. Ihr habt das Video letzte Woche verpasst? Kein Problem, dann könnt ihr es hier nochmal nachschauen. Und falls ihr die kommenden Folgen vom Online-Kindergottesdienst nicht verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und macht's gut. Seid gesegnet.